Beim letzten Mal in Tales of Arise. Is it over? Scheinbar. Die Frage ist, hat's was gebracht? What the hell is going on? Naja, zumindest bringt's mal Licht ins Dunkel. Mehr oder weniger. Rinwell? Rinwell? Stay back! Der Meinung bin ich aber auch. Und nun zurück zur Rebellion. Ja, und damit herzlich willkommen zurück in Tales of Arise. Beim letzten Mal haben wir hier in der Spitze des Keils ja gegen eine Art Zügel gekämpft, der wohl aus der Astralenergie entstanden ist, die aus unserem Planeten gezogen wurde. Und diese Energie hat offenbar die Fähigkeit, wenn genug davon an einem Ort zusammenkommt, eine Art Bewusstsein zu entwickeln, und sie sprach zu uns. Das hat uns ganz schön mitgenommen, offenbar. Und ja, wir müssen jetzt irgendwie hier wieder rauskommen. Aber vorher reden wir noch kurz über die neu entdeckte Sensation. Everything all right? It kind of looked like you wanted to get something off your chest. Huh? Or not, you know, whatever. Yeah. You know. Yeah? Sorry, never mind. Just forget it. You want to try being a little less cryptic, maybe? Yeah, all right, jeez. Sorry for taking an interest. Stop it! It's okay, Hoodle. Sorry. I guess I still don't really know how to put it into words. Nah, that's fine. No rush. It might help you to talk about it, though. I'll keep that in mind. And thanks. Okay. Nun gut, auch da baut sich ein bisschen Verständnis auf, wie es aussieht. So, gucken wir mal. Haben wir hier drin was liegen lassen? Nee, und wenn, dann kommen wir nicht mehr ran, weil es verschlossen. Aber ich vermute mal, da wird nichts weiter gewesen sein. Jetzt müssen wir mal schauen. Es gab doch hier einen Schnellreisepunkt, ne? Kann nicht eingesetzt werden. Dein auch nicht. Dann werde ich... Nee, ich komme an gar keinen Ort. Soll ich jetzt echt hier wieder runterlaufen? Naja. Nützt ja... Oh! Das sind noch Zügel. Die sind wieder da. Warum? Spring mal in eine andere Richtung. Verdammt! Damit habe ich es überhaupt nicht gerechnet. So ein Mist aber auch. Muss ich mich jetzt echt bis unten nochmal durchkämpfen, oder? Ja, okay, dann. Flaming Pillar! Fire! Dann müssen wir da jetzt wohl durch. Also, ich bin nur, wie gesagt, ein bisschen überrascht. You picked the wrong feather. Oh, scheiße. Ich muss mal ein bisschen dafür sorgen, dass wir heilen können, glaube ich. Benutzen wir mal das. Nützt ja jetzt nicht. Alter. Lass mal die Scheiße mit den Keulen sein, das ist nicht lustig. Oh, wo kommt denn er jetzt her? So eine Scheiße. Okay.
What our friends fought, we can depend on. You're right. I'll bear that in mind. Coming through! Ha! So was aber auch. Scarlet Inferno! Ausgerechnet die beiden hier auch, das ist zum Kotzen. You picked the wrong fight! You're mine! Ich sehe schon wieder nichts. Danke. Okay, da kommt Dohalim mit einem Overlimit rein. Das ist ganz gut. Hoffentlich kann er es auch nutzen. Komm schon! Okay, here I go. You must be tired of hearing me. I'm merely doing what I can. Light on us, Silverin. I'm ready. Light burst forth. Radiant Genesis. Gut, einen sind wir los. Certainly not. This one's mine. Take this. A wailing banshee of lightning. Severing wind. Here's a healing arc. Come on. Orochi Fury. I'm saving this one. Light burst down. Both sides. I'll burn it all! Flaming pillar! Fire! Benediction light. May burn in hell! Void flash! Na also. Das sollte es gewesen sein. This should come in handy when crafting weapons. Mann. Das war jetzt irgendwie doof, weil damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Das heißt, wir müssen uns jetzt noch bis unten durchkämpfen, oder was? Na ja, los, dann müssen wir uns nochmal aufladen. Das nützt ja nichts. Scheiße. Komme ich an denen irgendwie vorbei? Nee, keine Chance. This one will be difficult to predict. Stay calm. I shall provide assistance. Come forth and hear us the fury! It's like trying to keep up with a wolf! Heal! Now you're in the wind! Oh! Tut ja weh! He's been snaring to me. Ich meine, an sich ist es eine gute Gelegenheit, nochmal zu leveln, aber eigentlich hätte ich mich jetzt gern hier erstmal verzogen und ein bisschen ausgeruht. Leave the enemy's arcs to me. No complaints here. We've turned the tables on us. There are still more left. Right. No time to hold back. Glacial spear. Ach. Wurde ich unterbrochen hier, Scheiße. I owe you one. Then a nice meal is on you. Shit, go. Freeze, Lancer. Try this. It's on. Inferno. Here I come.
Aber jetzt! This one's got your name on it! Ashes to ashes! A merry distraction! There's still more to go! Okay. A chain between heaven and earth! Ignore! A wailing banshee of lightning! I'm not done! Goodbye! Now! Ridwell! Astral energy! Full throttle! So it's... Ach, nichts mehr übrig, gut. You're quite the gunslinger. I have to be, in this world. Don't worry, I've got your back. Na gut, dann nehmen wir wenigstens das Erz noch mit. Goldstücke, hm? Naja, immerhin. Da haben wir was, was wir verkaufen können, sodass wir den ganzen Kram, der hier drauf geht, an Objekten wieder einkaufen können. Shion, hol den mal bitte vom Himmel. Wo ist er denn jetzt? Wenn die nur nicht dauernd so schnell weg wären. Orochi's Fury! Do it! Still! This ends now! Consider yourself finished! Looks like it could be worth something. Good, okay, weiter nach unten. So, die Goldstücke hier nehmen wir noch mit. Hier komme ich auch nicht durch, ja? Nee, keine Chance. Hier werde ich nicht... Doch, hier komme... Aha! Sehr schön. Hier kam ich vorbei. Wunderbar. Den Kampf konnte ich mir sparen. Hm. Gucken, was wir uns da draus so basteln können über die Zeit. Liegt hier wieder was? Nö, da war nur eine Truhe, ne? Hier noch was? Naja, hier ist wieder Erz. Wenn wir schon nochmal durch müssen. So, die biegen jetzt noch da ab. Da habe ich doch die Gelegenheit. Haha. Aber hier sieht es schlecht aus. Na, schauen wir mal. Hier war nur eine Truhe. War denn sonst irgendwo was? Nö. Hat nicht geklappt. Gut, die sind Gott sei Dank nicht so das große Problem, diese Viecher hier. Wie heißen sie noch gleich? Blühende Killergurke. Like we're gonna lose to small fry. Naja. Ich würde es mal nicht zu sehr übertreiben mit der Hochnäsigkeit. Law. Das kann ganz schnell in die Hose gehen, das ist schon ein paar Mal bewiesen worden. Warte mal, ich muss an sich erstmal in diese Richtung. Na, da komme ich doch vor denen schon. Haha, nee, ich muss in diese Richtung, oder? Nee, ich muss schon da runter, das passt schon. We seem to have come across something a little unusual. Mist. Falsche Richtung eingeschlagen. Come on, come on. Go,
win! This is a win! Seal! This one's gonna be tough! Get on here! A chain of wind! No fear! Piercing hold! Here I come! Light I'm not hit! In a bind? In here! Get on here with the others! Raging Luna Draw! Healing Circle! Now you see what I can do! Back into the bridge! Be careful not to overdo it. I'm sorry. Leave the enemy's arc to me! No place here! Here I come! I'm ready! Ja, also, den sind wir schnell los. Consider yourself finished! Here, let me help! Now! So, jetzt sollten die aber auch kein großes Problem mehr darstellen. Eigentlich. Sehr gut. Zerschnippelt die Gurke. I think I'm getting stronger. Ja, das ist schön. Du bist schon Level 41, ja. Ich denke, einen Kampf müssten wir fast noch machen, damit Dualim auch auf 40 kommt. Der war jetzt noch 39. Kisara ist auch 39. Ja, wäre schon cool, wenn wir die beiden dann auf 40 kriegen würden, aber... Wobei, die sind relativ einfach, die nehmen wir mal noch mit. Jetzt renne ich schon freiwillig in die Kämpfer. Look sharp! Lightning Thunderblade! Here I came go. Between heaven an and astral art? That's my cue! Shut him down! Burn! Lightning! Do it! My savior! Go for it! Prepare to crumble! Dance in the wind! Orochi's help! Annihilate here! Komm, den kriegen wir auch noch. Na also. My exploits are bearing fruit. Also, Kisara ist noch ein bisschen knapp. Naja, wir schauen mal. Wenn nicht, löst sich das bestimmt auch, nachdem wir hier das Gebiet verlassen haben. Wir kriegen sie schon auf Level 40 und noch weit drüber hinaus. Oh, warte mal. Können wir stattdessen... Wir können den Teleporter nutzen. Wieso konnte ich mich dann da nicht schnell hinreißen? Das verstehe ich nicht. Ist das ein Bug? Hat das jemand übersehen? Weil ich meine, zumindest bis hierher ist ja jetzt nichts passiert, was das irgendwie erklären würde, dass es nicht klappt. Ich meine hier, das Verlassen von dem Keil, das kann ich mir vorstellen. Das klingt plausibel, weil wir brauchen ja das Boot und so. Aber wenigstens hierher oder so? Ich weiß nicht, warum das nicht gegangen sein soll. Wir hatten ja auch keine Cutscene oder so bisher. It looks like that beam of light has stopped. Fürs Erste. Then is it safe to say we've avoided oblivion for the time being? I can still sense a faint glimmer of energy, though. It hasn't completely dispersed. You can tell? Rinwell, your senses seem a lot sharper than before, don't they? And you said you heard that voice, right? I guess. Maybe. I don't know. I don't feel bad, though. If trace amounts, however small, do remain, then it leaves us no choice. We must destroy the entire structure. What do you suggest? We bring it down piece by piece? Once that's done, what do we do then? We go to Lenegas. Huh? Wie denn? Even if we could destroy the whole wedge like he suggested, it'd only buy us time. The fact they sent this thing down tells me they're not giving up this planet without a fight.
There's also the matter of the Renis Alma. Its circumstances still have yet to be truly resolved. But how do we even get to Lenegas? What if we hotwire one of their starships? There's gotta be one on the planet somewhere, right? Starships are only seen on Dana at the start and end of the Crown Contest. Otherwise, they remain on Lenegas. Believe it or not, we Renans down here aren't quite as free to come and go as one might think. Great. Well, I'm out of ideas then. We definitely don't have the tech to build a starship. And even if we found a Renan who'd help, who knows how long that'd take. Yeah. Waiting for a starship to come down from Lenegas would probably be quicker than that. Warte mal. Wait. Alphen, when you came down from Lenegas... Genau. It had to have been in a starship of your own, right? Der Gedanke kam mir auch gerade. Oh, of course. You can't be serious. That was 300 years ago. There's no way it's still gonna work. But Alphen didn't wake up until a few years ago. That means it had to have still been functioning that whole time to keep his body preserved. Mm-hmm. Indeed. You wouldn't happen to remember where you landed, would you? Ja, aber doch. My memories around where I parked are still a little hazy, but I do know that I woke up in Calaglia, so chances are it's still in the area. At least it's a place to start. Luckily, that realm's my old stomping ground, so I should be able to get us some help finding her. Okay. This is it. Yeah. As long as Lenegas stands there, there's no avoiding it. So what's this help in Calaglia you're planning to enlist? My buddy Nath. If anyone there knows something, I figure it's him. But first, we need to catch a boat and get back to the mainland. Genau so ist das und da wartet's auch, aber wollten wir das Ding jetzt nicht noch irgendwie auseinandernehmen? Hm. Offenbar nicht, ne? Hm. Na, jetzt ist es auch nicht, als wäre es gut gelaufen, ne? Wir würden erstmal über die Säge setzen und zurück zum Hafen von Marxar Schipper, ne? Ja, der Meinung bin ich auch. Our first port of call is Ulzebek. Back where you first started out. Yeah, along with my dad. Gion? Alles okay? You okay? You don't look so good. I think I'm just a little seasick, that's all. Aha, das soll ich glauben. Liar. Huh? You heard me. You've never been good at hiding your emotions, Shion. Excuse me? Just what do you... No. You're right. I'm sorry. Is it about Alphen? No, not just him. Something you can't talk about? Rinwell, I'm not like the rest of you. Of course you are! No, I'm serious. Back when we first met, I think maybe then I did think we were different. But now I know that isn't true. You and I are the same, Shion. We're alike in more ways than you know. If any of us is different, it's me. I'm a Danan who can use magic. I may be the last. My family and I have been living in hiding as long as I can remember. Everyone has their own pain that can be hard for other people to understand. I saw the two of you talking and thought you could use a third wheel. So, here I am. Sorry. Alles gut. If anyone's the odd one out here, it's me. Believe me, you don't want to listen to my problems. Want me to go? I didn't say that. I get that you must have a lot circling around that head of yours. And that's okay. Whatever's worrying you right now, you're allowed to worry about it. And you don't have to talk about it, if you don't want to. I know I'm not a Renan like you,
Or a mage like Rinwell. I'm not a sovereign, maiden, or lord. I'm just a Danann who used to be a slave. But regardless of all that, I'm here for you, Shion. That goes for me too. We all want to be there for you. Me and Hoodle and even the boys. I promise. I mean, that is what friends are supposed to do, right? I said this to Alfin, and now I'll say it to you. You're not alone in this. Thank you. Rinwell. Kisara. And right on cue, I think I should make my way back and lie down for a bit. My battle with this ship continues. Yeah, I better head back too. We wouldn't want the guys thinking they're in charge. Yeah, then. Can you imagine Law at the helm? Who knows what kind of trouble we'd get in. Scheiße. Instantly Titanic. Dann sinken wir sofort. Da braucht's nicht mal einen Eisberg zu. Lassen wir das mal lieber. Still. Nichts aber. If that's true. Then it's all the more reason I have to do this. Was denn? Sprich doch mit uns. Kein Aber mehr. Aw, are you tired, Hoodle? You sure he's not just trying to hide from us? Nein, aber vielleicht zeigt er einfach nur die kalte Schulter. All right. Something is definitely up with Shion. Yeah, something big by the looks of it. I've never seen her so serious. So, do you think we should say something to Alfin then? I was wondering the same thing myself, but then it occurred to me. Hmm? Whatever this thing on her mind is, it's probably the last thing in the world she wants people to know about. If she's trying this hard to keep it secret, then it's not really our place to go telling people before she's ready. Yeah. I can't tell them. There's just no way I could, right? I... What am I supposed to do? Sprich doch einfach mit uns. Als ob wir dich an dem Punkt jetzt noch für irgendwas verurteilen. Hör doch auf, Mensch. Nun gut. I see someone who looks troubled about something. A little compassion can make all the difference. I propose we speak to. Wir sind wieder am Land und sprechen mal eben mit ihm hier. Hätte nie gedacht, dass man sich hier irgendwo verstecken kann, aber ich beschwere mich nicht. Ich bin in Sicherheit. Was hat dich denn so aufgeregt? Ist was passiert? Ja, hast du dich in letzter Zeit mal draußen umgeschaut? Überall schwärmen ganze Meuten von Zügeln umher. Seriously? So viele? Das wusste ich nicht. Das klingt schrecklich. Und noch schlimmer, dass diese Züge fliegen und in alle Richtungen schwirren. I guess. Verdammt, das klingt gefährlich. Echter Albtraum. Na, hast du recht. Dazu verteilen sie sich noch in alle Richtungen, wenn sie einen sehen. Pfui, und gerade dachte ich noch, dass sie sowieso schon total lästig sind. What? Das sind so ziemlich das Schlimmste, was denen hier passiert ist, oder? Was? Wirklich beängstigend da draußen. Am besten verstecke ich mich hier und hoffe, dass sie verschwinden oder so. Na, wir schauen mal, was wir tun können. Alright. Können wir nicht einfach ignorieren, was hier passiert, oder? Hä? Was? Warum nicht? Das sieht nicht so aus, als würden sie tatsächlich jemanden verletzen. Warum lassen wir sie nicht einfach in Ruhe, hä? Hörst du dich selbst? Da steht jemand direkt vor dir, der sich schrecklich fürchtet. Wäre es so schlimm für dich, deine Entscheidung ausnahmsweise mal rational zu treffen? You did it! Wollt ihr damit sagen, dass ihr beide loszieht und sie für mich beseitigt? Oh, das würde mir echt helfen. Ihr findet die Schwärme in der Nähe der Arkfurdel-Hügellandschaft. Danke für eure Hilfe. Tja, klingt, als würden wir es mit einem ganzen Haufen Zügel zu tun bekommen, ha? Huh? Du musst sie für mich runterschießen, okay, Shion? What is it? Hey, versprichst du anderen Leuten nicht ständig Gefälligkeiten und erwarte dann, dass ich sie erfülle, Alfin.
Gut, irgendwie hat sie da gerade einen Punkt. ja. Gut. Dann würde ich sagen, bei der Gelegenheit ziehen wir uns wieder um. Und schwingen uns mal wieder in andere Kleidung. Mitternachtskampftraf. Nicht. Was nehmen wir denn? Die Bauernkleidung habe ich für ihn auch, ja. Na toll. Ja. Neue Rüstungen. Ja, dann lass doch mal den Wegbereiter nehmen, ha? Den hat man noch nicht wirklich großartig, glaube ich. Den hat man nur in... Wo hat man den gesehen? Wo hat man den getragen? Eliminantia, oder? Aber nicht komplett, nur in der Stadt. Ich glaube, nur in der Stadt. Gut, ja, Shion, du brauchst auch mal was Neues. Kriegsmaid, weiß nicht. Das sieht schon geil aus, gell, aber... Entschuldigung, aber nee. Das hat man auch noch nicht großartig getragen, haben wir das Blutschleier. Obwohl, den Weltvereiner finde ich ja auch süß. Komm, den kriegst du mal. So, er bekommt... Geben wir ihm denn? Schicker Vagabund wieder? Warum denn nicht? Und du bekommst... Oh, für dich hatten wir doch was. Warte mal. Genau. Dein Luna-Erbgewand. Das wollte ich dir mal geben. Weil, auch wenn ich kein großer Fan von weißer Kleidung bin, sieht das doch sehr elegant aus. Das bekommst du mal. So, was machen wir mit dir? Wollen wir dich mal als Bauern rumlaufen? Nee, wir lassen dich nicht als Bauern rumlaufen. Ich glaube, das wird albern. Wolfstracht ist vielleicht ein bisschen warm, wenn wir wirklich nach Kalaklia zurückgehen. Die Wolfsweste in Rot? Weiß nicht. Könnte man eigentlich? Ja, komm. Und Shion bekommt... Ach Quatsch, Shion. Kisara. Kisara kriegt... Aha, du hast auch neue Rüstungen. Oh Mann. Vorwachenbekleidung? Vorwachenbekleidung, ha? Ja. Denn in Kalaklia ist es sowieso ziemlich warm, zu dick brauchen wir uns da nicht anziehen. Ich denke, das ist in Ordnung. Und da werden wir beim nächsten Mal wieder zurück zum Anfang gehen, wie es aussieht. Aber vorher uns noch mal ansehen, wie groß seine Probleme hier sind. Und dann schauen wir mal, ob wir die lösen können. Und bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Bleibt gesund, das ist das Wichtigste. Ich bin jetzt erstmal raus hier. Bis dahin, haut rein!